So you do remember this place. Interesting. Please, just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse not long before you tried to save the girl. He was shot at point-blank range. And we're going back to that warehouse? That's correct, yes. Ah. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Krass, wir sind wieder hier? Okay. Eine SMS erhalten und die... Oh! Oh, das ist ganz interessant, dass ich das jetzt gerade hatte. Ich möchte bitte die SMS... Blake, wo bist du? Du hattest versprochen, mir zu helfen. Von unbekannt. Warte mal ganz kurz. Das ist die SMS. Okay. Wir sehen hier gerade das hier. Dann gehen wir doch mal den Fußspuren hinterher. Oder den Blutspuren. Das sind Blutspuren. Jesus, man. Get your hands off. The only friend of this. Shut up. Move. Das Licht gerade war ein Hinweis, dass ich das hier machen sollte. Krass, okay. Dabei habe ich mich nur verklickt. Gott sei Dank. Der Stuhl. Wait. I know this place. This is where the explosion happened. Ah, yes. Your mind is preoccupied with the explosion, Mr. Black. The Pandora can only process what your brain offers. Concentrate only on the memory at hand. I am trying. Then try harder. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her head. Trust me. You brought me here. Fuck you. Red? Hey, Red! What the hell is this? None of this makes any sense. Das Geräusch. You are here because you have formed a mental link between this man and the explosion. The Pandora is trying to decode the messages your mind is sending. Focus. It's your fault. Es ist nicht... Es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Ich höre noch eine Frau. Warte kurz. Keine grünen. Oh mein Gott. That's it. Nein! The Pandora Unit is offering you a pathway deeper into your memory. Pursue this. Okay. Focus and proceed. Machen wir sofort. Warte, warte, ich gehe sofort, ich gehe sofort. Lass mich ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas... Okay. Dann wollen wir da rein. What? 2006, Case Scene, okay. Wir sind dann jetzt beim Mord des 40-Jährigen. Das ist so verwirrend alles. Remember, Mr. Black, human memory is unreliable at the best of times. I need you to work with my technology, not against it. Take in your surroundings and get as much information as you can. Okay. Nichts Grünes. Hä? Warte mal. Wo? Ah, da. Immer nur gucken, ob das wieder geht. Hier geht's nicht, okay. Einfach. Da habe ich wieder Fußspuren gesehen. Okay. Gut, hier kann ich nicht durch. Hier auch nicht. Ich sehe schon, was ich machen muss.
nicht. Jetzt aber. Case crime scene detected. Multiple homicide. Attending officers Fair and Chadwick. What are we looking at? Multiple homicide. No IDs. I will warn you though, Chief. Fucking stinks in there. Well, then it's a good job I skipped breakfast. Come on. Mehrfacher Mord. Okay, jetzt wird's aber interessant. What the hell happened here? Was zur Hölle? Ich weiß, dass die hier gerade unwichtig hört sich doof an, aber ich weiß, dass wir das bei ihm da machen müssen. Ich werde das natürlich trotzdem bei allen anderen auch machen. Warte. Warte kurz, hier. Okay, jetzt, wer bist du? Man kann ihn nicht identifizieren. Identification unconfirmed. Ah. Oh, look at that. His entire face. There goes any dental match. Shot off his hands too. His fingerprints are a bust. Professional job. Shit, this many stiffs and no ID. We could link this to 100 cases. So, drug dealer is then. What do you reckon? Adam's family or one of Mark Turner's lot? Well, don't worry. Decide later. Get the uniforms to bag it all. I'm getting a little peckish. There's that new cafe opened up next to the Nick. You fancy it? Der hat aber einen starken Magen. Red, what is this? You are trying to process too much, Mr. Black. The Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. Ich kann euch nicht. Wer bist du? Mr. Black, right there. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? Wer bist du? The Pandora will do the rest. Okay, warte. Warte mal ganz kurz, er schießt. Ich will wissen, wer das da ist. Wie kann das denn sein? Warte mal, er da vorne schießt. Regulär müsste er doch hier alle treffen. Das geht, guck mal, das geht hier so durch. Könnte aber auch allerdings von vorne sein. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ist von da hinten. Guck mal. Wie er erschossen wird. Wieso soll ich den da vorne nicht scannen? Ich weiß, die haben alle die gleiche Uniform an, aber der ist doch... Okay, wir machen erstmal das hier. Identification confirmed. Jasper Prado. Ooh. Status deceased. There's me thinking we could sort this out, my guys. If you're gonna do it, then at least look me in the fucking eye. So, we have a name then. Jasper Prado. Boy, here's the keys, you'll drive. Oh, come on, Chief. Why have I always got to drive? Rank, son, rank. What now? How do I know this? You don't. The Pandora is cross-referencing your memory with any police files in the database. This memory is breaking down. You must move on. Okay, will ich mal gucken. Die Resultate der Blutuntersuchung sind heute Morgen eingetroffen. Die DNA stimmt mit der DNA am Ort der Detonation überein. Sedgwick, ich weiß nicht, nee, Sedgwick wird anders geschrieben, Chadwick, behauptet, der gleiche Ort sei öfter als Unterschlupf von den Junkies der Gegend genutzt worden.
Also muss Prado ein bekannter Drogenabhängiger und Dealer nicht zwangsläufig in die Entführung verwickelt gewesen sein? Erschossener identifiziert. Ah, oh, das habe ich doch jetzt gerade. Leiche des Erschossenen in Lagerhalle nahe der Route 10 gefunden. Der Route. Polizei hat nun herausgefunden, wer es ist, von Brian Scott. Letzte Woche haben wir über den schockierenden Fund einer Leiche in einem verlassenen Lagerhaus an der Route 10 berichtet. Der Leichnam eines 40-jährigen Mannes wurde auf dem Boden der Haupthalle am Lagerhaus entdeckt. Der Mann war offensichtlich gnadenlos aus nächster Nähe erschossen worden. Laut einer Quelle wurde dem Opfer dabei das halbe Gesicht entstellt, sodass eine Identifizierung nicht möglich war. Die Polizei hat nun herausgefunden, dass der Name des Mannes Jasper Prado lautet. Ein stadtbekannter Söldner und Ex-Militär ohne festen Wohnsitz. Die mit dem Fall Prado beauftragten Ermittler Bart Fair und Hector Chadwick wollten sich zu diesem Fall nicht äußern. Zu diesem Zeitpunkt ist noch unbekannt, ob es sich bei Prado um das einzige Opfer am Tatort gehandelt hat. Wir wissen ja, dass es nicht so war. Was weiß ich überhaupt? Bei dem Spiel. Was weiß ich überhaupt? Wie kann das sein? Die sind gerade irgendwie in meinem Schädel drin, ja? Ich sollte herausfinden, dass, wer der Mann ist. Und dann auf einmal sehe ich jetzt hier ein Zeitungsbericht. Was? Aha! Ich sollte nicht mehr so viel mutmaßen, weil bringt ja eh nichts. Ergebnis der ballistischen Analyse. Die Untersuchung der beiden Tatorte, Bromsgrove-Entführung, Fall Jasper Prado und die aufgefundenen und analysierten Beweisstücke im Zusammenhang mit Waffen und Munition während der beiden polizeilichen Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass die Schützen von der Firma ADS hergestellte Waffen verwendet haben. Ja, wir hängen da schon irgendwo mit drin. Das Geräusch. Aber, warte mal, ich habe gerade die Daten nicht im Kopf, wann die Entführung passiert ist und wann Jasper erschossen wurde. Ganz kurz gucken, kann man ja machen, ne? Ja komm, sag mir. Stop wasting your time, Black, and move on. Irgendwann können wir also auch da rein. This place again. Yes. Your mind is definitely throwing up some kind of link between this Jasper Prado and the explosion. Too late. I'm surprised it's this pronounced, though. As if something is bothering you. Wer ist Jasper? Kommt aus einer Familie der Arbeiterklasse. Vater war LKW-Fahrer, Mutter war Angestellte in einer Bar. Gute Leistungen in der Schule, verlor aber schnell das Interesse an Bildung und suchte sich seinen Kick woanders. Zum Beispiel bei Partys, Nachtclubs und beim Kiffen mit Freunden. Ist auf den Fotos richtig was drauf oder haben wir einfach nur... Okay, es sind einfach nur Polaroids, die anscheinend noch nicht entwickelt wurden. Und da vorne können wir gleich wieder in eine neue Szenerie rein. Too late. Es ist zu spät. Jaspers Vergangenheit und Verbindungen. Nach seiner Armeezeit 1994 bis 1996 arbeitete er als Söldner, bis er entlassen wurde und anfing, sich als Drogendealer zu verdingen. Allerdings verdient er sein Geld mit Gras, Hasch und Ecstasy-Geschäften, aber er hält auch noch Kontakt zu seinen alten Freunden. Da haben wir das eine Bild hin. Ansonsten haben wir jetzt hier nichts, ne? Auch nichts Grünes. Die Fußspuren gehen natürlich bis hierhin. Ich guck mal ganz kurz. Weißt du, was gruselig wäre? Was wirklich, wirklich
gruselig wäre, wenn ich jetzt hier die, die Wärmebildkamera anmache und wir sehen hier irgendwo in der Ecke irgendwas stehen. Aber nur durch die Kamera. Das wäre schon scheiße gruselig. Okay. Dann mal rein. Ich vergesse immer. Der Knopf da! Da ist der Knopf. Oh. Black! For God's sake, hurry! I'm trapped. You can stop this. My readings indicate that you've engaged with an earlier point in the memory. Though we still don't know why you're here. I was here to stop Jasper getting killed, I'm sure. Careful, Black. You're dealing with raw theory. Pay attention to the facts only. You risk imminent corruption if you continue this course. Fuck you, Red. I know why I'm here. Wir sollten verhindern, dass Jasper getötet wird. Jasper hat gerade gesagt, ganz kurz war er hier im Bildschirm zu sehen. Ich weiß, es könnte alles hier irgendwie... Nee, oder ist auch wahrscheinlich nicht real, aber er hat gerade durch die Technik halt gesagt, hier, Jasper, schnell beeil dich, ich bin hier gefangen. Könnte sich natürlich auch auf das beziehen, was da wirklich passiert, weil er meinte, er sollte verhindern, dass Jasper getötet wird, aber es könnte doch auch sein, dass er vielleicht gar nicht tot ist. Dass gerade nur so ein bisschen mit uns gespielt wird. Tschüss! Alles klar. Das Spiel hat mir... Was? Black? Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht! Hallo? Hallo? Hoppala, ich wusste nicht, dass hier irgendwas abgeht. Fallnummer MF2006. Antragsformular für Fallwiedereröffnung. Ort des Vorfalls Pike Hill. Fallstatus geschlossen. Antragsteller Detektiv Bart Fair. Gründe für die Wiedereröffnung. Aufgrund neuer Beweismittel, die den Tod von Jasper Prado mit der Broomsgrove-Entführung in Verbindung bringen, Prado wurde am Ort der Detonation gefunden, beantrage ich hiermit die Wiedereröffnung der beiden offensichtlich zusammenhängenden Fälle. Entscheidung abgelehnt von Edwin Hutches. Prados Auto. Es ist ein Beweis im Fall... Ja, MF2016. Okay. Das war Jaspers Auto. Okay. Jasper Prado. Achso, ich mach mal lieber so. Art des Delikts, empfindliche Informationen entfernen, Verkehrsdelikt, Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, gewaltsamer Zutritt und unrechtmäßiger Besitz der Klasse C-Drogen, Klasse C-Drogen dann wieder, Verkehrsdelikt und Besitz von Klasse B-Drogen. Okay. Ich weiß nicht, was Diazepam und Nitrazepam ist, oder Katin, oder, aber das... Ich hätte jetzt gedacht, da stehen tausendmal schlimmere Sachen drin in der Akte. Verstehst du? Entführung, Mord, schwere Körperverletzung und sowas. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich was mit dir machen? Nein? Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich da mal ein Stückchen weiter. Ich komme gleich. Gleich da. Ja, kann ich bestimmt. Aber lass mich mal ganz kurz hier gucken. Da vorne wieder. Ja, ja. Ich, keine Sorge. Ich gehe gleich dahin, wo ich hin soll. Aber wenn es doch heißt, dass ich bei dem Spiel, dass man das Spiel mehrfach durchspielen soll und dann nochmal an einem Blickwinkel und pipapo und so, dadurch sieht und mehr versteht, dann möchte ich natürlich auch gucken, dass ich hier so viel wie möglich auch mitnehmen kann. Wer ist das?
Polizei von Severn. Ja, Fallnummer MF 2006. Polizist Bart Fair. Name der, des Informanten Jacob Singer. Vorfall, möglicher Mord im verlassenen Lagerhaus. Unser Informant Jared Porter behauptet, dass die Waffen, die sich zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in seinem Besitz befanden, von der Firma ADS hergestellt worden seien. Und er sie mit Hilfe eines ADS-Angestellten namens Jesper, also J in Klammern Jesper Prado, Porter kennt den vollständigen Namen dieser Person nicht, erhalten haben will. Offensichtlich hat der bekannte lokale Waffenhändler Porter eng mit einem großen etablierten Unternehmen der Waffenindustrie zusammengearbeitet. Yeah, I definitely heard gunshots. Well, I heard loud bangs. I guess they were gunshots, because the guy was shot, right? Anyway, I was out walking Cujo, my dog, at around 5 a.m. My wife's a heavy sleeper, and Cujo's always needing the shit in the morning, so yeah, sometimes I take him out for a walk. So yeah, I was walking down Pump House Lane and into the fields when the shots were fired. Ein Zeuge? Mein Hund musste kacken. Gut. Ich verstehe es immer mehr. Diesen einen positiven Steam-Kommentar, den es gab. Größtenteils positiv, aber es gab einen Kommentar davon, wollte ich jetzt ansprechen. Ist es ein Horrorspiel? Kann man nicht wirklich sagen. Ist es ein Shooter? Kann man nicht wirklich sagen. Und dann immer so, ne, die ganze Zeit solche Sachen. Und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich, es ist alles, aber auch irgendwie nichts davon. Es ist ein echt cooles Spiel. Es ist so gut. Kann es sein, dass es ein bisschen untergegangen ist? Und ich liebe Spiele mit Wiederspielwert. Wo bist du denn? Ah, da. Da ist er wieder. Wieder einer. Was haben wir hier? What's your problem? I won't tell you where I am. You need to back the fuck away. Ach so, ich muss. Okay. What's your problem? I won't tell you where I am. You need to back the fuck away now. This is out of your hands and there's nothing you can do about it. So leave me the fuck alone and just let this run its course. Ich bin ein Psychopath. Aber auch hier nichts Grünes. Ne? Kerl? Alter, Alter. Warte, Erik hat da gemalt. Gut, weiter geht's. Links von uns. Hier. Oh. Detektiv Bart Fair wird vermisst von Ted Wellmore. Nachdem er 4 Tage in Folge nicht bei der Arbeit erschienen war und als seine Frau Jenny Flair ihn nicht erreichen konnte, wurde der 45-jährige Detective Bart Fair jetzt offiziell als vermisst gemeldet. Der Chronicle konnte mit Fairs Kollegen Hector Chadwick sprechen, der unbezahlten Urlaub genommen hatte, um seinen Freund zu suchen. Bart ist ein großartiger Polizist, aber hat sich auch immer viel zu sehr in die Arbeit reingesteigert. Ein Mann sollte nicht für die Arbeit allein leben, schon gar nicht, wenn er eine Familie hat. Ich werde ihn finden, das kommt wieder in Ordnung. Detektiv Fair erhielt 2009 die Tapferkeitsauszeichnung der Polizei von Severn. Ich weiß nie, wie es ausgesprochen wird, wie ich sage Severn. Nachdem er an der Station Moore Street in Birmingham einen geistesgestörten, mit einem Messer bewaffneten Angreifer mit einem Rugby-Trackling ausgeschaltet hatte. Okay. Mordakte. Fall geschlossen. Bearbeiter, Bart Fair, okay. Und da ist er wieder. MF 2006. Der Fall. So. Dann gehe ich doch mal auf die Karte. Und guck mal, ob wir jetzt noch irgendwo jemanden haben, den wir vergessen haben.
ist die Tür hier auf. Okay. Oder eben so. Oh, 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 oh. Hier spawnt eine Tür, die Tür geht aber nicht auf. Ach, das ist nur Müll. Black, I've been reviewing the data. Though you've been thorough in gathering evidence, your pursuit of supposition has sadly rendered this investigation useless. Nein, bleib hier drin. I'm pulling you out. No, Red, not yet. I'm so close.